So, herzlich willkommen zurück zum Morrowind. Der sollte mich jetzt eigentlich nicht anquatschen. Letzte Folge. Also, ich habe nach Adamant gesucht, habe auch ein bisschen was gefunden. Sagt euch gleich, wo ihr das finden könnt. Es gibt aber relativ wenig. Und bei mir ist es auch verbuggt. Theoretisch sollten es Händler in Balmora und in Aldrun und so weiter auch haben. Zum Beispiel sollte Meldor, der Typ hier unten, der sollte theoretisch euch eine ganze Adamant-Rüstung verkaufen können. Ihr könnt nichts davon anklicken. Und wenn ihr handelt, seht ihr selbst, da ist nichts Neues für uns dabei. Also ist keine Adamant-Rüstung da, leider. Ihr könnt alles wohl kaufen, außer den Helm. Und, ja, bei mir so richtig funktioniert es nicht. Geil, Alter, die beiden Monde, Planeten, wie man es nennen möchte. Ist ja Wahnsinn. Oh, ein bisschen weit oben. Ja, Haus habe ich ein bisschen geschmückt, dass man sieht, dass es unseres ist. Mit den ganzen tollen Statuen und den ganzen Kerzen. Ich glaube, hier oben habe ich dann meinen Alchemietisch eingerichtet. Ein paar irgendwelche Tränke noch reingestellt. Ja, der Nebeneingang. Ich habe immer diese großen Seensteine, die halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie Stalagmiten oder sowas aussehen. Immer benutzt sozusagen, um es ein bisschen auszufüllen. Zum Inneren des Hauses kommen wir dann. Wir wollen... Achso, warte mal, genau. Stahlriemen habe ich auch, die komplette Rüstung und alle Waffen bauen können. Also Stahlriemen findet ihr genug. Ich habe jetzt sogar noch 3 über gehabt. Die zeige ich euch dann gleich drinnen, wie die aussieht. Und ansonsten wollen wir jetzt noch nach... Achso, nach Viadenfell, also hier bleiben sozusagen und Divod, oder Divod Vyr umhauen. Der befindet sich in Tel Vir. Ja, da muss, oder Tel Vir, wie auch immer man das hier ausspricht, keine Ahnung. Da werden wir gleich hinreisen, dass ihr euch den Weg bis dahin, ich meine, ich weiß es ungefähr, wo es ist. Euch zu sehen. Halt dir mal die Fresse. Genau. Wie kommt ihr an Alamant? Da gibt es relativ wenig, glaube ich. Also, ich habe selbst jetzt da unten gesucht, ewig die Katakomben abgesucht und habe da 3 Dinger gefunden. Zum Glück hatte ich irgendwo mal 2 gefunden gehabt und konnte mir dadurch wenigstens den Helm bauen. Da braucht ihr nämlich alleine schon 4. Bei Stahlriemen ist es wirklich so, ihr braucht ein Stahlriemen für ein Rüstungsteil oder für ein Waffenteil. Und bei der Adamant halt nicht. Wie kommt ihr hin? Ihr geht zum Tempel, dort zum Keller und dort halt immer weiter runter in die Tempelkatakomben. Also ihr müsst quasi in die Tempelkatakomben kommen. Da ist zum Beispiel was, ja? Also Tempelgarten, Tempelgärten Ost, also immer weiter runter. Da sind wir auch überall in der Mainquest langgelaufen. Da war kein Bereich, wo ich da ankam, war für mich unentdeckt. Ja, ihr müsst dann einfach nur Ausschau halten, die liegen natürlich nicht so rum, sondern ihr müsst halt quasi diese, wie bei Ebenerz oder sowas, diese Haufen, wo das so ein bisschen glitzert, da müsst ihr ran und da ist manchmal eins drinne. Und wie gesagt, bei mir, ich habe da unten alles abgesucht, da waren 3 Adamant-Dinger drinne. Ihr könnt es auch ein bisschen woanders noch finden, aber das ist quasi alles da unten immer in diesen tummischen Tempel-Katakomben und so weiter. Ne? Waffenkammer oder so hieß es auch irgendwie, oder Waffenkammer-Ruin oder so. Also immer da unten so ein bisschen rumlaufen. Wie ihr sagt, theoretisch sollten euch die Händler auch noch was verkaufen können. Ist bei mir aber nicht der Fall. Lasst uns mal zu Divod laufen. Ich würde sagen, wir fahren da, glaube ich, oder wir reisen mal wieder als letztes mit der Magiergilde. So, da reisen wir wie immer nach Sabit Mora. Ihr kennt das Spielchen. So, hier zur Wolfenhalle raus. Dann können wir vielleicht mit dem Schlickenreiter sogar reisen. Autsch. Also den Weg, den haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie oft schon. Also es ist auf jeden Fall, haben wir ein paar Mal geschafft. Ihr seht schon, ich bin eingerostet. Normal sind wir da, glaube ich, mit einem Sprung übergesprungen. Und Himmel. So, können wir von hier aus nach Tel Vir? Können wir nicht, gut. Dann latschen wir. Und zwar ist das, glaube ich, hier weit unter uns noch, ja. So, da latschen wir hier mal ein bisschen durch. Zum Glück haben wir ja immer noch die 7 Meilenstiefel. Also das ist meines Erachtens eines der ersten Items. Dude, was heißt eines der ersten Items? Ihr könnt sie halt nicht benutzen so richtig, weil euer Bildschirm dann schwarz wird. Ihr müsst halt entweder Infravision oder Magieresistenz haben, damit ihr da irgendwie ein bisschen was seht wenigstens. So. Hier wäre ein Boot, ein Ankerplatz, aber hier ist kein Typ. Also ihr könnt hier so anscheinend nicht hinreisen. Unix-Halle. So, die Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen... Waren ja auch noch nicht so richtig, sehe ich gerade. Ich laufe mal nochmal einmal außen rum. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Eingänge. Es sieht immer nicht so aus, also müssen wir durch die Onyx-Halle rein. Hier ist Onyx. Gut. Wir müssen dann zur Halle der Wir oder sowas. Okay, also ich glaube, hier gibt es wirklich nur einen Eingang, das ist die Onyx-Halle. So,
Halle von Wir, genau, da müssen wir hin. Seid ihr auf der Suche nach Informationen? Nicht wirklich, Mede. Ich will zur Halle von Wir. Ich denke mal, wir müssen hier... Unten? Ich dachte, dass wir nach oben vielleicht müssen. Ihr seht schon, hier waren wir auch mal ganz kurz, aber ich kann mich hier null dran erinnern. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Diebstahl begangen, also von daher... Seid ihr auf der Suche nach Informationen? Opusarium, nee, da wollen wir halt nicht hin. Ah, da war ein Auftrag, stimmt. Nee, ich glaube, wir müssen eher nach oben. Aha, siehst du? Alle von Wir. So. Hier gibt es auch ich nur ein... grüße euch. Ein ich Eingang. Glaube, ich habe bereits von euch gehört. Das kann sein, bei Ruf 88. So, so ein bisschen die Frage, wo der Typ ist. Eigentlich soll der... Aha. Da ist er. Gibt es noch irgendwelche Wachen eigentlich? Was wünscht ihr? Alpha wird es hier noch, okay. Mit Falle? Das wollen wir mal, das machen wir mal auf, oder? Ui, was ist das denn? Harnisch aus des Erretters Haut. Leichte Rüstung 266, 150.000 wird mal. Die Resistenz 60%. Kenne ich das nicht? Habe ich Kopfgeld? Nee. Warum kenne ich denn diese Rüstung nicht? What the fuck, man? Okay, was hat denn. Okay, was hat denn unser? Das ist ja ein Brustpanzer. Was hat denn unser Brustpanzer? Wir haben 75 Feuerresistenz, Schild und Magieresistenz 20. Du, der ist. Puh. Den werde ich auf jeden Fall nochmal auslegen bei uns. Der ist natürlich nicht schlecht. Vor allen Dingen hat 15 Gewicht. Und unser hat 20. Und hat einen besseren Rüstungswert. Aber der ist halt, also wenn jemand nur auf leichte Rüstung geht, es gibt ja Leute, die spielen nicht so wie ich und sagen, ich will leichte, mittlere und schwere Rüstung auf 100 haben. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ey, nee, ich mache nur leichte Rüstung. Dann wäre das Ding hier, glaube ich, auf jede Fälle nicht schlecht. Okay, dann muss ich aber ganz... Zu sagen? Nicht ganz. Dann muss ich mich aber ganz kurz mal hier nochmal ein bisschen umgucken. Also nur für euch dann sozusagen, falls ihr... Weil ich meine, hier kommt ihr relativ schnell hin. Ihr müsst halt Schloss 100 knacken können. Aber das ist ja der Wahnsinn. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ja, die Waldschlüsselnummer hast du nicht gesehen? So, und die Truhe machen wir danach auf. Und das Ding auch. Bin ich sehr gespannt. So, das ist jedenfalls die Wald Wir. Und... Ah, ich bin überrascht und ein wenig enttäuscht, der mag uns aber. Ich dachte, ihr wärt der Nevarin, warum habt ihr die Prophezeiung nicht erfüllt? Stimmt etwas nicht, habt ihr einen Fehler begangen? Ich habe Gerüchte gehört, dass der Erzkanoniker Tola Saloni, den Hohepriester des Tempels, verzweifelt ist und möchte, dass ihr ihn im Hohen Tempel mit Vivet spricht. Falls es ein Problem gibt, solltet ihr mit Saloni sprechen. Kann es sein, dass wir jetzt irgendwie einen Hauptauftrag erst weitergeht? So, und das ist jedenfalls, dass ihr es mal sehen könnt, die volle Detailrüstung. Und wenn ihr den umhaut übrigens, dann kommt auch, das werdet ihr gleich sehen, dann kommt auch, was das, dass ihr in der Hauptquest sozusagen verkackt. Also ihr solltet ihn nicht umbringen, wenn ihr nicht schon vollkommen fertig seid. Nur während wir ihn umbringen. Und guck mal, wie wenig Schaden wir machen. Wir kriegen auch Schaden, so ist nicht. Willst du nur hin? Nicht mehr. Hat der einen Trick oder was? So, wie gesagt, jetzt kommt hier unten mit dem Tod dieses Charakters, ist der Faden der Prophezeiung durchtrennt. Uns aber scheißegal. So. Divats fürs Truhenschlüssel. Gut, die Hose brauchen wir nicht. Jetzt die mal weg hier mit dem Scheiß. Und wir nehmen uns natürlich. Okay, den ethischen Dolch kann er behalten. Wir brauchen eigentlich nicht viel. Wir brauchen nur die Armschienen. Den Rest, glaube ich. Und die Handschuhe nehmen wir auch nochmal mit. Aber ich glaube persönlich, dass wir den Rest haben. Wir nehmen mal alles mit. Ich glaube, die Beine haben wir ja sogar an. Den detischen Dolch brauchen wir nicht, aber den Schlüssel nehmen wir auch mit.
mal. Wir tragen zu viel. Das ist ja. Hurra. So, das Problem ist, ich habe, glaube ich, weil ich ein bisschen aufgeräumt habe, ihr seht schon, ich habe da nicht mehr so viel Schmiededinger mit. Scheiße. Okay. Gut. Wir nehmen es mal alles hier weg. So. Den Schrank hatten wir aufgemacht. Dass die da nicht mitkämpfen, ist ja echt interessant. Das war genau der vierte Eingang. Gut. Also. Ich könnte es öffnen. Geißel, stumpfe Waffe, 35 Schaden, 80.000 wert. Beschwörten Dremora und ein Scamp. Oder kann eins von beiden beschwören. Not bad, Bruder. Not bad. Oh, und das geht aber nicht auf. What the fuck? Eine dremische Münze, irgendein Schlüssel noch. Amulett der dätrischen Zukunft. Zuflucht. Zukunft, okay. Zuflucht. Okay. So, hat der Bruder außer 25 Gold noch was? Ja, so ein Index hat er noch. Einen Schlüssel hat er noch. Vielleicht war das auch der für die Truhe neben uns. Okay, gut. Not bad, Bruder. So, wie können wir uns gucken, was das mit dem... Wollt ihr nach Magas Vola reisen? Genau, das ist nämlich das Ding. Das ist quasi ein Nebenauftrag, den ihr dann da machen könnt. Wir können mal abspeichern. Das Problem ist, man konnte da, glaube ich, dann nicht mehr raus, ne? Ja, hi. Das Ding ist, seht euch mal die Waffe an, die der Typ hat. Ihr habt ihn besiegt, aber... Ah, und wir haben die Waffe bekommen. Dätrischer Halbmond. 50 Schaden. Ah, 180.000 wert. Macht Lähmung und Rüstungsauflösen. Das ist nicht ohne. Jetzt ist aber dieser Schlüssel entfernt worden, aber dafür haben wir die Waffe bekommen. Also das wäre quasi noch mal ein Quest von ihm gewesen. Der dippt euch den sozusagen, dann könnten wir das machen. Jetzt haben wir es so bekommen. Not bad, Bruder. Also jetzt haben wir auch die Waffe bekommen, quasi, die ich da nicht, wo ich nicht dachte, dass wir die bekommen. Okay. Wow, war ziemlich easy. Ich schätze mal, dass da auch nichts mehr war. Also wir können gerne nochmal ganz kurz mal laden. Und wir können uns das gerne nochmal angucken, ob da irgendwie was im Raum war, was wir jetzt... Wir können ein bisschen hier, ein bisschen kiten. Ich glaube fast, hier ist nichts. Was willst du von mir? Oh! Magier ist es. Haha! Du Sau! Okay. Okay. Ja, scheiße, wenn Reflexion da ist, Junge, ne? Dann kriegst du nämlich die ganze Kacke zurück. Okay, cool. Okay, gut. So, dann würde ich sagen, ich reise zurück, repariere nochmal kurz alles und ordne die Waffen so ein bisschen an, ne? Und zeigt euch dann sozusagen nochmal die Halle und dann schwellen wir ein bisschen Erinnerungen sozusagen, also tut uns ein paar Gegenstände an, die wir aufgehoben haben. Ich zeige euch am Ende auf jeden Fall nochmal meinen Charakter, ne? Was wir alles gelevelt haben und vor allem, was wir wirklich jetzt anhaben. Und dann soll es auch gewesen sein. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich habe alles angerichtet, die neuen Gegenstände. Und dann würde ich sagen, rin in den Bums. So, so sieht's ja aus. Ich meine, wir haben nicht viel Platz gehabt. Wir haben leider keine große Wohnung gefunden. Gehen wir erstmal durch. Die Rüstungen liegen alle doof rum. Ich glaube, ein bisschen was kennt ihr auch schon. Die ganzen Waffen habe ich ja damals schon angeordnet. Deswegen habe ich die auch nicht mehr weggemacht. Gehen wir erstmal in den hinteren Bereich. Also, wir haben hier ein bisschen Ebenerz natürlich. Ich glaube, irgendwo in der Mitte, genau. Ja, ein bisschen viel gesammelt. Ne? Dadurch, dass wir die ganze Ebenerzrüstung ja gefunden haben, brauchen wir uns nicht bauen. Ich glaube, hier sind immer noch ein paar schwere einzelne Rüstungsteile drin. Hier sind diese mittleren Rüstungsteile quasi, wo zum Beispiel von der Wache das drin ist. Und ein paar leichte, sozusagen hier ist auch das Rittlingsschild, ein paar leichte oder sowas, die halt einzeln sind, wie die komischen Fellhelme, die wir durchaus auch benutzt haben. Ein bisschen Vulkanglas. Hier ist das übrige Stahlriemen noch. Und diese schon Sprengladung, die wir benutzt haben. Hier ist quasi dann unser verbotenes Zeug mit ein paar Stoma und eine ganze Menge Mondzucker. Ich wollte es eigentlich noch oben mal anordnen, sah aber nicht so cool aus, deswegen habe ich es dann abgebrochen.
die ganzen wertvollen Amulette, Ringe und so weiter, die wir aufgehoben haben, mit den Hosen zusammen, die man halt verzaubern kann. So viel mussten wir zum Glück nicht verzaubern. Das Ding noch. Ich habe extra Beute für die ganzen Schlüssel aufgehoben. Ich glaube, sonst ist hier überall nicht mehr viel drin. Ich glaube, hier vorne sind noch so Bücher und irgendwelche Zettel und Schriften und so weiter, weil ich nicht wusste, ob wir die für die Hauptquests noch aufheben mussten oder nicht. Ansonsten Vampirstaub habe ich auch noch einmal aufgehoben und die ganzen verschiedenen Gräser jeweils einmal, dass man halt in Alchemie auch gucken kann, ja, was quasi was auslöst. Alchemie habe ich extra eine Folge gemacht, habe ich euch das da quasi da erklärt, wie man da quasi die Tränke braut mit den ganzen Zutaten. Deswegen, wie gesagt, alles einmal aufgehoben. Theoretisch fällt da auch Stahlriemen, Vulkanglas und Ebenherz natürlich rein. So wie Adamant. Adamant habe ich oben einmal aufgehoben. Können wir auch gucken, was man daraus bauen kann. Aber jetzt, also aus Stahlriemen sich jetzt, weiß ich nicht, einen Trank zu brauen, ich meine, so viel gibt es davon halt nicht, ne? Gibt halt nicht unendlich davon. So, hier hinten sind noch so einzelne Waffen drin, die halt nicht besonders sind. Also, ein Holzstab und eine Trautkeule. Es gibt übrigens einen Knochenbolzen und einen Knochenpfeil, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall habe ich nur einen Bolzen jetzt hier gerade gesehen. Okay. Doch, die ist oben. Ist das ein Boden? Das ist doch. Noch ein Boden? Ich glaube, das soll hier einen Knochenpfeil eigentlich darstellen. Ne, für 1 bis 4 Schaden ist, glaube ich, ein Knochenpfeil eigentlich. Genau, also wie gesagt, ich habe die alle hier so reingemacht. Das ist so Jagdmannsperren, die wir da gefunden haben, und eine Reglinglanze. Und hier in der Mitte sind euch die Alten. Die Alten Duten, der Feindsänger. Der einfach nur cool, cool heißt, cool aussieht, aber eigentlich im Endeffekt nur eine Zwergenwaffe ist, die halt nicht viel Schaden macht. Genau. So, dann kommen wir mal, wenn wir jetzt vom Eingang wieder ausgehen, zu den normalen Rüstungen. Hier haben wir die alten Stahlrüstungen quasi, die gab es in der Erweiterung. Das müsste, meines Erachtens war das oben im Blood Moon, haben wir die, glaube ich, bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt Tribunal oder Bloodmoon war. Und hier ist halt die normale Steinkyras. Der hat 50 Rüstungswert. Also ihr müsst mal bedenken, ich habe alles auf 100. Ne? Ich habe schwere Rüstung, leichte Rüstung und wo ist mittlere Rüstung? Mittlere Rüstung auf 100. Das heißt, ein Stahlkyras, normaler sozusagen, die es hier in Viadenfeld zu finden gibt, gibt es quasi nur die Hälfte an Rüstungswert und ist halt unglaublich schwer dafür. Und der alte ist halt ein Tick besser. Minimal. Also das bringt euch jetzt nicht so viel sozusagen ein. Hier haben wir dann schon die Nordpanzer-Kyras, der ist aber mittel, aber da seht ihr schon den Rüstungswert, der ist nicht schlecht. Den können wir uns mal merken. Also 220 als Rüstungswert zu haben für mittlere Rüstung, das ist schon nicht schlecht. Die Waffen dazu hauen mich nicht um. Ne? Also ihr müsst immer vergleichen, wir haben jetzt hier ein Todsschwert mit 30 an. Das ist natürlich, wenn ein Zweihänder nur 35 macht, ist es nicht doll, vor allen Dingen bei der Schnelligkeit von 125 zu 225, müsst ihr auch mal bedenken. Und das Nordpanzerschild, genau. So, das heißt, im Moment die beste Mittelrüstung, die wir im Moment haben, ist die Nordpanzerrüstung und theoretisch die beste schwere Rüstung, die wir haben. Gut, da wird, da wisst ihr natürlich, da ist natürlich D3 ganz weit vorne, ist im Moment aber der Stahltyras. Dann gehen wir mal weiter und da haben wir schon die Stahlriemenrüstung. Komplett gebaut für euch, auch die 4 Waffen komplett gebaut. Der Dolch haut mich nicht um mit 16 Schaden. Die Axt, Einhandaxt mit 40 Schaden auch nicht. Die Langwaffe kann nicht schlecht sein. Also Schnelligkeit 150, das ist einhändig. Und 55 Schaden, musste man mal oben gucken bei den Detra-Waffen, ob die nicht sogar theoretisch besser ist als ein Detra-Schwert. Müssen wir mal gucken. Hat 2500 Zustand, mal gucken, wie viel das dann oben ist. Ja, und Stahlriemenrüstung ist eine leichte Rüstung mit 166. Zum Vergleich, kann ich euch kurz mal zeigen. Die Rüstung, die wir am Anfang dazu benutzt haben, die Dunkle Bruderschaft, hat nur 100. Ja, und schön ist bei der leichten Rüstung, ihr seht selbst, wenn ihr mal aufs Gewicht guckt, das ist halt gar nichts, ne? Das ist halt wirklich gar nichts. Also wir reden hier von der Panzer mit 18, dann nochmal 8 Gewicht für die Hosen, 8 Gewicht für die Schuhe, dann habt ihr 1,5 Gewicht für die Handschuhe und 3 Gewicht für Schulterplatten, ich hab gerade irgendwas gehört. Und ein Stahlriemenhelm Nummer 3. Also seid ihr vielleicht bei 8, 16, 20, 34, 37, 40. Ihr seid bei 46. Plus Schild nochmal. 46, 54. Ihr seid bei 54 Gewicht für eine volle Rüstung mit 166 Rüstungswert. Ordentlich. Mal gucken, ob die Vulkanlastrüstung da rüberkommt. Ja, die Axt, oder die Spitzhalle, die braucht man, um den Stahlriemen sozusagen abzufrühstücken. Also quasi zu behauen, dass ihr das bekommt. So, dann sind wir wieder in der Erweiterung. Das war jetzt gerade übrigens Blood Moon. Beides Blood Moon. Und das wäre halt jetzt Terminal gewesen. Und das war halt diese krasse Rüstung von diesen Almalezia-Händen.
Unter anderem diese fünf sozusagen, die da im Gramfeste rumstehen, wo ich auch, glaube ich, extra nochmal euch gezeigt habe, wie man die theoretisch, also wie ich die jetzt theoretisch besiegt habe, mit Giftschaden, weil die sind halt gegen Feuer immun. Das ist ein bisschen doof. Und die Rüstung ist nicht von schlechten Eltern. Erstens ist sie komplett verzaubert. Jetzt zwar nicht mit den krassesten Sachen, aber 233 Rüstungswert. Die ist halt sehr schwer. Na, 90 Kilo ist halt schon ordentlich, ne? Aber 233 Rüstungswert für eine schwere Rüstung. Und ihr müsst bedenken, wenn ihr die anzieht, kriegt ihr schwere Rüstung zum Beispiel bei dem Bootspanzer plus 10 dazu. Und damit erhöht sich ja nochmal euer Wert. Und deswegen ist die bei weitem nicht schlecht. Ihr kriegt Reflexion. Oh, seht ihr auch zum Beispiel, 250 Rüstungswert, der Helm. Also ist nicht überall dasselbe. Also der Helm ist ein bisschen stärker sozusagen. Kriegt Reflexion, schwere Rüstung wird gebufft, mittlere Rüstung, das bringt euch natürlich nicht viel, wenn ihr komplett schwer baut dann. Dann Stärke 5, Angriffsfestigen 5 und Geschicklichkeit 5. Es ist nicht die Welt, was ihr da bekommt, aber ihr kriegt ein bisschen was, wenn ihr jetzt nicht sozusagen so wie ich die Dinger selber verzaubert. Also, was haben wir jetzt hier? Schwere Rüstung 233, mittlere Rüstung 220 und leichte 166. Hier sind die alten, sag ich mal, die alten Rüstungen, die ihr alle kennt. Der Eisenharnisch, der ein bisschen schlechter ist als der Stahl-Kyras. Und dann habt ihr noch die Kaiserliche, die ist im Endeffekt genauso stark wie der alte Stahl-Kyras. Das sind halt Anfangsdinger, da braucht ihr nicht viel. Dann habt ihr den Knochenharnisch, das ist halt so typisch für die Wachen hier. 53 im Mittel, auch nicht doll. Ortrüstung ist am Anfang nicht schlecht für eine mittlere Rüstung, aber hat halt auch nur einen 1 zu 1 Faktor, also 100 mittlere Rüstung gibt euch 100 Rüstungswert. Und dann habt ihr die Dwemer, die sind aber noch ein bisschen schlechter, also von den mittleren Rüstungen im Hauptspiel sozusagen, die ihr einfach so finden könnt, ist halt Ort halt schon nicht schlecht. Und bei schweren Rüstungen wäre es theoretisch die Kaiserliche. Aber da seht ihr schon, eigentlich normalerweise sollte eine schwere Rüstung eigentlich ein bisschen mehr haben als eine mittlere Rüstung vom Rüstungswert her, logischerweise. Deswegen am Anfang seid ihr mit schwerer Rüstung relativ kacke aufgestellt. Erstens unglaublich schwer. Wenn ihr nicht diesen Sack habt, den ich mir sozusagen in Anführungsstrichen reingepatcht habe und dann gekauft habe dort im Spiel, könnt ihr halt also nicht einfach mal so 1000 Sachen tragen. Deswegen, ja, als Tipp, ich würde mal auf leichte Rüstung am Anfang gehen oder auf maximal auf mittlere, aber nicht auf schwere. So, dann haben wir halt die Dunkle Bruderschaft. Ein super Rüstung für den Anfang, weil die halt nochmal leichter ist. Also, wir haben gerade gesehen, Stahlriemen. Was war das mit Schild zusammen? 54, ne? Ohne Schild 46. Gewicht. Und wenn ihr die Dunkle Bruderschaft habt, der 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habt ihr 16 Kilo Gewicht, wenn ich mir das nicht verzählt habe. Das ist halt nichts, ne? Also, es ist halt wirklich fast nichts. Die Netzschleder. Die kann man, glaube ich, getrost weglassen, die bringt euch halt wirklich gar nichts. Also beim Rüstungswert von 16 bei 100 leichte Rüstung, das ist. Chitin ist doppelt so gut. Und die nordische Fellrüstung ist halt auch. Ist alles leicht hier, das bringt alles. Das bringt halt euch theoretisch alle keine Punkte. Die Netzschleier, leider gibt es beim Droid oder bei der Droid-Rüstung nicht viele Sachen, weil die ist gar nicht so schlecht für eine mittlere Rüstung mit 133 am Anfang. Gibt es aber, glaube ich, meines Erachtens wirklich nur diese drei Sachen: also das Schild, den Helm und den Kyras. Die Drachenschuppenpanzerung, ich weiß gar nicht, wo man die herbekommen hat. Ich glaube, die war auch einfach mal so im Spiel verteilt. Ja, seht ihr selbst, mit der Rüstung, die auch nicht viel bringt und halt auch nicht in hoher Zahl da ist. Also es gibt auch nur ein paar Dinger davon. Dann haben wir nochmal die Erweiterung mit Blattmoon. Da gab es relativ viele Rüstungen. Da haben wir nochmal eine leichte, aber der Bärenkyras mit 50 Rüstungspunkten, das haut euch halt nicht von den Socken. Genauso wie der Wolfskyras, neue gleiche. Und da habe ich jetzt, weil ich keinen Helm hatte, habe ich jetzt den Helm des Wolfherzens dahin gelegt. Der ist jetzt wiederum nicht schlecht, weil er euch immer in Schleichen und Geschicklichkeit gibt. Aber wie gesagt, umhauen tut euch das auch nicht. So, also wir fassen nochmal zusammen. Stahlriemen wäre mit die beste Leichtrüstung mit 166. Hände Almalexias mit 233, respektive beim Helm 250. Als schwere Rüstung. Allerdings muss man dazu rechnen, wir kriegen dann noch, wenn er die voll anzieht, nochmal 10 Punkte schwere Rüstung dazu. Das heißt, es würde noch ein bisschen höher gehen. Und als mittlere Rüstung der Nordpanzerrüstung mit 220. So, Emerz ist von der schweren Rüstung her schlechter als die Hände am Alexias. Muss man dazu sagen. Ist eine glatte 200, das heißt, mal 2 könnt ihr das mal rechnen dann. Und als leichte Rüstung die Votandlas-Rüstung. Und die sieht für mich so aus, ob die eine Naut gleich stark wäre mit der Stahlriemen. Jetzt muss man was gucken. Und zwar Stahlriemen hat 1000 Zustand am Brustpanzer. Aha, und die hält ein bisschen mehr aus. Also Stahlriemen ist das Problem, dass sie halt zu wenig aushält. Vom Zustand her.
Ich guck mal beim Schild. Beim Schild sind es 400. Und bei den beiden Schilden hier bist du auch drüber. Oh, das Turmschild ist sogar ein bisschen tick, noch ein Tick besser. Das heißt, ich hatte ja ein paar Teile von der Vulkan, das hörst du mal an, glaube ich, bei dem Spiel zu, weil er halt, weil sie ist halt einfach sozusagen besser als unsere dunkle Bruderschaftsrüstung gewesen. Deswegen, was ich gefunden habe, habe ich angezogen, bevor ich dann auf Schwere gewechselt bin. Und das Problem war immer, dass die Dinger relativ schnell kaputt gehen. Also 1500 Zustand könnt ihr mal vergleichen mit Amalexias, das war jetzt der Brustpanzer, ne? 1500 zu 2800. Oder bei der mittleren Rüstung hier. Oh, die Nordpanzerrüstung hat auch super wenig Zustand. Okay, ja, da müsst ihr super viele Schmiedesachen mitnehmen und gucken, dass ihr im Kampf nicht kaputt geht. Das ist schon, okay, das ist schon ein Ding. Hier übrigens nochmal dieser Mantel, dieser komische Mantel von diesem, auch bei Blood Moon, in der weiteren von diesem komischen, dass ihr da Sonnenschaden bekommt, also von diesem Totenbeschwörer, glaube ich, ne? Dass ihr Sonnenschaden bekommt, aber dass ihr halt fünfmal eure Magie wert, also 500 Magie, 500 Mana sozusagen bekommt. Und halt super geil beschwören könnt, das ist halt schon nice. Ne? Okay, das nur mal kurz so. Ich habe es sozusagen als Sitzdeckchen genommen, dass man sich da hinsetzen kann. zu den Waffen hier kurz, das sind ja halt die normalen Eisenwaffen, habe ich halt hier mal abgebildet. Ich glaube, die können wir ein bisschen vernachlässigen. Ich habe es euch alle mal, dass ihr mal jetzt gesehen habt. Ich finde die halt vom Aussehen her teilweise übelst nice. Aber die sind natürlich nichts, ne? Ist klar, die sind ja nicht besonders stark. Hier so ein bisschen Kaiserfeuer, weil darunter die Rüstung war. Die Ortwaffen waren nicht schlecht, glaube ich, an sich. Waren halt super schwer. Aber nicht schlecht an sich. Dann haben wir hier, glaube ich, die Silberwaffen. Die braucht ihr halt, die in die Geister am Anfang, weil ihr könnt mit normalen Waffen nichts ausrichten. Klar, wenn ihr irgendwann Detra-Waffen findet, die Detra-Waffen können denen die Geister dann ganz normal Schaden machen. Aber halt mit normalen Eisenschwertern oder sowas habt ihr den Geister, macht ihr halt gar keinen Schaden. Null. Deswegen Silberwaffen am Anfang ein paar aufwarnen. Die sind nicht besonders gut, haben glaube ich auch ja, nicht so einen Bombenzustand, also nicht so viel. Müsst halt auch öfters reparieren. Dann habt ihr die Zwergenwaffen, die finde ich persönlich einfach nur cool aussehen, aber jetzt auch vom Schadensoutput her. Ich meine, das ist jetzt ein Zweihänder mit 33 Schaden. Das haut euch halt alles nicht um, ne? Zwergenpfeil, das sieht auf jeden Fall geil aus. Sieht also so aus wie ein Wurf durch eigentlich. Was haben wir dann? Diese Chitin-Dinger, die sind, glaube ich, noch mit den schlechtesten Waffen so im Spiel. Also, die sind wirklich nur am Anfang da, wenn ihr nichts anderes habt. Und dann haben wir hier noch die Stahlwaffen, die sind halt ein bisschen besser als die Eisenwaffen. Hier ist zum Beispiel so ein Zweihänder, macht hier aber auch nur 27 Schaden, also schon schlechter als die Silbersachen anscheinend. Ja, sieht halt auch schön aus, der Dolch zum Beispiel, das Wurfmesser. Sieht cool aus, sind aber wirklich nur für den Anfang gedacht. Bogen habe ich euch auch gezeigt, bin ich halt überhaupt nicht in dem Let's Play drauf eingegangen. Bis auf die eine Folge, wo ich es mal ausprobiert habe. Bin ich aber auch, muss ich euch ehrlich sagen, auch damals halt nicht drauf eingegangen. Deswegen tut es mir ein bisschen leid. War halt nicht meine Spielweise mit Bogen. Dann lieber Magie, weil für Morrowind könnt ihr halt so viel Magie-mäßig machen. Warum solltet ihr dann Bogen in die Hand nehmen, wenn ihr auch Feuerbälle wirken könnt? Jetzt mal blöd gesagt, ne? Ansonsten haben wir noch die Ebenerzwaffen. Die hauen natürlich dann schon rein, ne? Ist klar. Also was, gibt's hier mal einen Zweihänder? Das ist, glaube ich, ein Einhänder. Haben wir überhaupt ein Zweihänderschwert? Hab ich gar nicht gefunden, siehst du? Das Schönste ist eigentlich der Krummsäbel. Also da hätte ich mir gerne noch eine Waffe gebaut. Die sehen halt schon geil aus. Und wir kriegen natürlich diese Wurfmesser, die kennt ihr ja noch. Oder Wurfpfeile. Die kriegen wir dann immer für jeden dunkle Bruderschaft-Typen, die wir platt gemacht haben. Waren halt 2000 wert am Anfang. Generell war diese Rüstung halt so viel Wert am Anfang, also ich meine, 1000 ist jetzt nicht die Welt für uns, ne? Aber am Anfang ist es schon sehr, sehr viel, weil so eine ganze Rüstung kriegt da halt so 3000 oder so raus, 2,5 bis 3000. Das ist schon viel am Anfang. Und dann haben wir halt noch die Adamantwaffen, da haben wir ein paar gefunden und keine selbst gebaut, weil wir einfach uns einfach das Adamant gefehlt hat. Und wenn ihr jetzt hier mal kurz der Zweihänder, der macht immer einen 40 Schaden, das ist schon nicht so verkehrt. Ja, ansonsten gehen wir auf die magischen Sachen noch ein. Hab ja ein bisschen was aufgespart. Ja, da haben wir, glaube ich, auch von Erweiterung den Ebenerz-Krummsäbel. So einen dätischen Dolch. Den Seelentränker, den haben wir halt benutzt, um halt Seelen sozusagen in diese Seelensteine zu fangen. Der war halt nicht schlecht. Ne? Als dätrische Waffe nimmt man mit. Das war dieser komische Hammer, der halt nicht angehoben werden kann, weil er einfach 1000 Gewicht hat. Also ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll, wie man hier tausend, also so viel Stärke kannst du da nicht aufbauen, sozusagen. Dass du, weil wir haben jetzt 500 Gewicht mit 100 Stärke. Das heißt, du brauchst nochmal 100 Stärke, damit du den überhaupt halten kannst. Würde aber pro Schlag 100 Schaden machen, was nicht schlecht ist.
von der Idee her und die Lebensenergie noch senken und die Ausdauer noch entziehen. Aber den, also den haben wir halt nur genommen, weil wir ihn halt geklaut haben. Der war halt in der Tribunen-Erweiterung in dem Museum dort und haben ihn dann gleich sozusagen in den Sack getan. Ansonsten ist der halt ein bisschen schwer sozusagen von da aus wegzukriegen. Umbra, kennt ihr vielleicht noch diesen Ortkrieger? Der hat auch Seelenfalle dran, also ihr könnt auch die nehmen und der hat halt einen Zweihänder, der schon 50 Schaden macht. Das ist ja schon mal was. Dann Goldbrand, wenn wir Vampir wären, könnten wir den noch zu, wie heißt der dann? Goldbrand wird zu Flammenbrand oder irgendwie sowas. Dann könnten wir das Ding auch noch weiterentwickeln. Das haben wir mal ein paar Folgen lang ausprobiert, das Schwert, weil es gar nicht schlecht war. Weil Feuerschaden 10 bis 30 mit Einhandschaden von 50, das haut schon rein. Also natürlich immer diese aufgeladenen Schläge, das sind die 50, ne? Das haut schon rein mit einer 150er Schnelligkeit. Also Goldbrand war wirklich ein gutes Schwert, was wir gefunden haben. Chrysler Meer, ich glaube, das war eins, was wir für die Hauptquest, glaube ich, gefunden haben. Haben wir es mal benutzt? Ich weiß es gar nicht. Es macht halt 70 Schaden, was halt echt nicht schlecht ist. Hat halt Feuerresistenz, wenn du es aktivierst, Reflexion und Lebensenergie zurück wiederherstellen. An sich ein super Schwert, wir haben es halt einfach wirklich nur nicht benutzt. Was wir benutzt haben, war auf jeden Fall diesen Fang, diesen kleinen Dolch. Einfach weil ich diese Schnelligkeit halt geil finde. 250% Schnelligkeit und Blitzschaden, 20 bis 40, das tut schon weh. Klar, ihr macht nicht viel, ihr macht 30 Schaden, ne, mit dem Zustoßen. Und hab halt aber immerhin nur 5 Gewicht, ne? Aber das ist dann schon geil gewesen. Und den haben wir auf jeden Fall auch benutzt. So, tut's mal ein bisschen hochspringen. So, dann haben wir noch den gesegneten Speer. Ich glaube, den haben wir in der Erweiterung relativ schnell gefunden am Anfang. Da waren die Doppelins oder sowas, haben wir den, glaube ich, bekommen. Hat halt dauerhafte Wirkung 30 Schild und fest hier einen Speer 10. Das ist halt nicht schlecht mit 32 Schaden. Umgehauen hat er uns natürlich nicht. Und dann haben wir noch den Speer der bitteren Gnade. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir den her haben. Immerhin 60 Schaden für einen Speer. Das ist schon ordentlich. Schlägt halt mit 100%, also schlägt halt echt langsam zu. Also selbst eine Einhandwaffe hat 125%. Ich glaube, selbst die Zweihänder, wir können ja mal gucken, wo ist denn hier mal so ein Zweihänder? Wo ist ein Zweihänder? Ah, ungefähr so langsam wie ein Zweihänder schlägt der zu. Ja. Auf jeden Fall sehen sie cool aus. Deswegen habe ich es auch aufgehoben. Dann haben wir hier natürlich die Quest-Gegenstände, die Hauptquest-Gegenstände, die Seelenklinge. Und den Seelendonner, wo wir halt abwechselnd auf diese komische Herz da einschlagen mussten. An sich sind das auch keine schlechten Waffen. Wenn du mal überlegst, der Seelendonner macht halt 70 Schaden mit 150% Angriffsspeed und hat eine dauerhafte Wirkung. Klar, mit Ausdauer entziehen, da musst du halt ein bisschen gegenwirken, aber ansonsten bist du halt nochmal überall ein bisschen stärker. Die Seelenklinge, du, die macht 18 Schaden, schlägt aber auch super schnell zu. Du hast 50 Magie mehr, 30 Leben mehr, 30 Angriff mehr, Geschicklichkeit und Schnelligkeit an sich. Sind es also nicht nur Waffen, die man für die Hauptquest benutzen kann, sondern eigentlich auch so. Dann haben wir noch Velots Urteil. Fragt mich bitte nicht, wo wir den her haben. Vielleicht irgendeinem Detra oder sowas abgenommen. Besonders doll ist er nicht, aber sieht halt geil aus, finde ich. Deswegen habe ich ihn aufgehoben. Konon Kolats Axt. Kein Plan. Dolch des Simarkus. Ich glaube, das war dieses Ganze bei der Hauptquest, wo wir diese ganzen Stämme da oben sozusagen abgelaufen sind. Ich glaube, da haben wir immer mal ein paar Sachen bekommen. Ich meine, das ist eine Waffe, die ja dauerhaft 10 Reflexion hat. Ich meine, schlecht kann die nie sein. So, jetzt haben wir von der Blood Moon Erweiterung und diesen Speer, den wir am Ende bekommen haben, beim Endgegner quasi, von Blood Moon. Ja, ist halt einer, der Lehmmund macht, vor allen Dingen. Das ist halt, deswegen ist der da. Macht halt auch 60 Schaden, also schlecht ist der nicht. Das Problem ist, wir haben zum Beispiel auch diesen Streitkolben ja mal kurzzeitig benutzt. Ihr seht ja, halt, was Schnelligkeit 100 macht, ne? Es dauert halt ewig. Ja, macht zwar 90 Schaden pro Schlag. Ja, aber ewig. Und ich glaube, der Speer war auch bei 100%. Ne? Es ist einfach zu langsam für uns sozusagen gewesen. Dann haben wir noch das Starium-Landschwert. Das haben wir auch bei der Hauptquest einfach so bekommen. Es ist nicht schlecht, muss man sagen, weil wegen der Anfälligkeit für Feuer. Und dass ihr noch Feuerschaden macht für 5 Sekunden auf Berührung. Und halt 55 Schaden macht, wenn ihr schlagt. Also es ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben es nicht einmal ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war unsere, glaube ich, die wir mal irgendwann bekommen haben. Ich glaube sogar von einem... Haben wir das nicht, glaube ich, sogar von einem... von dunkler Bruderschaft da hinten oder sowas bekommen. Das war halt einer, der 20 Sekunden Lähmung macht auf Berührung. Und 20 Sekunden, ich meine, der macht fast keinen Schaden, 5 Schaden. Aber das war halt diese Kombination, dass du ihn erst lähmst und dann schlägst du halt mit einer anderen Waffe auf ihn ein. Das war halt schon irgendwie relativ fies. So, hier haben wir noch die beiden Stäbe. Ich glaube, einer, der Magnusstab, ich glaube, das war der, den man als Großmeister bei einem Magier-Deal bekommt. Obwohl, das glaube ich, nee, das war glaube ich der andere hier, oder? Der Zauberstab, das ist der, ne? Warum? Weil da kriegt ihr quasi einen Stab, wo ihr Levitation bekommt, für 2 Minuten.
Und das ist halt nicht schlecht. Ne, wenn ihr vorher nicht Levitation irgendwie gehabt habt, ist das halt nicht schlecht. Und den anderen weiß ich, glaube ich, den kriegt ihr vielleicht als Großmagier, ich weiß es gar nicht mehr. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Oben lassen wir mal noch einen Tutz aus. Dann, das sind hier die Kaios-Sachen. Die haben irgendwie durch Charisma und Chamäleon und Schleichen und so weiter gehabt oder so, ne? Genau. Dann diese ganzen komischen Artefakte für die ganzen Camps. Hier Zaina, Bushilaku, Ayemusa und so weiter. Das waren im Endeffekt sinnlose Fähigkeiten, die da drauf waren. Dann diese Hortator-Sachen. Ne, das war ja auch für die Hauptquest. An sich nicht schlecht. Hätte ein bisschen Magie dazu. Das waren, glaube ich, irgendwelche, die wir auch in der Hauptquest bekommen haben, irgendwelche komischen Gegenstände, die wir aber auch nie angezogen haben, weil sie halt einfach auch not worthy waren, da waren wir halt schon zu stark. Gewand des Lichts, 300 Magiepunkte festhalten für eine Sekunde auf sich selbst, das heißt, genau, damit konnte man sich quasi Mana wieder aufladen, man hat zwar 600 Lebenspunkte verloren, aber ich glaube, das Problem war mit dem Gewand, dass wenn ihr... Die negativen Eigenschaften werden euch ja immer negiert, wenn ihr Magieresistenz habt. Das heißt, damit konntet ihr quasi Magieresistenz, wenn ihr 100 hattet, keine Lebenspunkte verlieren und dafür aber Mana Plus machen. Gewandtes das Licht, keine Ahnung, wo wir das her hatten. Das war gleich relativ am Anfang, haben wir das mal bekommen. Das weiß ich noch. Ich dachte, das wäre für eine Hauptquest oder für eine Nebenquest gewesen. Deswegen habe ich es aufgehoben. Und die Randolphs kriegt ihr in dieser Höhle. Ach, frag mich mal wo. Die am Wasser auf jeden Fall, das war auch für die Hauptquest, wo wir zum ersten Mal infiziert wurden in dieser Höhle. Und die waren am Anfang nicht schlecht, weil die haben halt 300 Rüstungswert und ihr kriegt halt Stärke und Geschicklichkeit dazu. Also von daher, ich meine 300 Rüstungswert, da sind wir, da kann die eben als Rüstung auch die Hände einmal Lexias theoretisch nicht mithalten. Ja. So, jetzt kommen wir zu den krassen Sachen. Gut. Der komische Helm mit 10 Reflektionen, das ist jetzt nicht das krasseste. Und auch diese komische Klavidus-Maske, die war jetzt auch nicht die krasseste von der Welt, hat aber ordentlich den Rüstungswert immerhin. Der Drachenknochen-Harnisch mit Feuerresistenz 100%. Den haben wir irgendwann mal gefunden. Ich glaube, ich habe mich extra für euch auch mal gesucht gehabt. Weil er natürlich krass ist. Man tut euch den Rüstungswert an. Klar, er wiegt ein bisschen was, aber 100% Resistenz einfach zu haben von irgendeinem Wert, das ist schon nicht schlecht. Den haben wir vor kurzem gefunden, ja. Als leichte Rüstung natürlich der Wahnsinn mit 266 und 15 Gewicht. Und Magieresistenz 60. Das war der bei Divat Vyrs Haus. Da müsst ihr einfach den Schrank aufmachen und da ist der drinnen. Also, was heißt aufmachen? Ihr braucht halt ein 100er Schloss. Ne? Und irgendeine Falle, die bei uns halt nicht ausgelöst war, weil wir Magieresistenz haben. Aber ich weiß nicht, was die da macht. Die wird wahrscheinlich ziemlich tödlich sein. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr da Feuer hingeht. Und natürlich die Fürstenrüstung. Hat uns viele Dienste erwiesen. Die Fürstenrüstung war ja unterhalb, in dieser Höhle unterhalb. Also die kriegt ihr auch als Quest natürlich, ne? Aber wir haben ja die vorher geholt gehabt, weil ich noch wusste, wo die war. Und die müsst ihr natürlich jemanden abnehmen. Also ihr müsst stark genug sein, um halt das da zu besiegen. Und das war halt zweierlei Hinsicht ziemlich geil. Erstmal für die Rüstungswert und so weiter, ne? Und wir hatten halt schwere Rüstung und die ist halt nur 30 vom Gewicht her. Das heißt, es ist halt super, zumindest perfekte schwere Rüstung am Anfang. Und ihr habt halt diese Gift neutralisieren auf euch, die ihr halt aktivieren könnt, was halt nicht schlecht ist. Plus, wenn ihr halt diese Stiefel, die wir benutzen, die 7 Meilen Stiefel, habt ihr halt hier die Chance, dass ihr halt hier auf ungefähr 30% Magieresistenz rollt. Und wenn ihr dann die Stiefel bekommt, seid ihr, wenn ihr die anlegt, habt ihr ja Blindheit 100. Ne, ich kann es euch mal nochmal zeigen. Das ist ja dann Blindheit 100. Ihr seid zwar super schnell, aber Blindheit 100. Das heißt, da ist das Problem, wenn ihr keine Magieresistenz habt oder nicht Infravision habt, wie im Tumpel das bei mir zum Beispiel gemacht hat, der hat sich einen Infravision-Ring gebaut. Allerdings braucht ihr 100 Infravision, um halt normal sehen zu können. Und 100 in den Ring reinzukleinen ist halt sehr schwierig. Oder in mehrere Rüstungsteile reinzukleinen. Deswegen würde ich euch eher meine Variante vorführen, sozusagen, oder meine Variante nehmen, dass ihr Magieresistenz einfach auf 100 macht. Und mit der Rüstung kommt ihr halt immerhin schon mal auf 30%, wenn ihr das ein paar Mal macht, sozusagen. Ne? Es kann ja zwischen 20 und 30% rollen. Und dann macht ihr das einfach. Und dann habt ihr, dann seht ihr wenigstens was. Dann seid ihr nicht, dann habt ihr nicht einen schwarzen Bildschirm, sondern halt einen gräulichen Bildschirm, kann man sagen. Und deswegen war diese Fürstenrüstung eigentlich so unglaublich wichtig für uns damals. Ja, ansonsten, das waren, glaube ich, die Schwerter irgendwie. Was waren das eigentlich aus der Haupt. Nee, das war nicht aus der Hauptquest. Das war, glaube ich, von Tribune, ne? Die sahen halt ziemlich cool aus. Ich glaube, das eine Schwert haben wir doch bei Vivek bekommen und das andere bei Alma Lexia, glaube ich, ne? Und ich fand es halt so geil, weil die halt, also die sehen halt einfach mal geil aus, sind wir mal ehrlich. Also für so ein altes Spiel, dass die halt so ein bisschen schimmern, ja, Grafik kann man sagen, was man will, aber die sehen natürlich geil aus und sind halt auch stark. Ein Einhänderschwert mit 70 Schaden und du machst 30 Split-Schaden mit 135 Angriffsspeed.
und nur 15 Gewicht, das ist halt Wahnsinn. Und das andere Ding hat halt nochmal einen Tick mehr, ich glaube, das war von Almalice dann, macht 75 Schaden, macht Feuerschaden, 20 Gewicht immerhin, aber ein bisschen langsamer von der Idee her. Aber das ist halt, das sind halt natürlich die Waffen, die musst du erstmal, wenn du die einmal hast und die nicht selbst schmiedest, die musst du erstmal schlagen. Wir haben noch ein paar Amulette vergessen, das ist hier irgendwie vom 6. Haus, haben wir ein paar aufgespart. Asura Stern, wer weiß noch, wofür man den braucht, das ist quasi ein Seelenstern, also ähnlich wie hier, die großen Seelensterne, wo wir goldene Heilige gefangen haben. Asura Stern brauchtet ihr, um zum Beispiel Vivain oder Almalexia, das ist der einzige Seelenstern, wo ihr die reinhauen könnt. Und wir haben es auch einmal jetzt in irgendeiner Folge mal gemacht, dass wir Vivain da eingesperrt haben. Ja, und dann könnt ihr theoretisch damit auch etwas verzaubern. Und das macht euch theoretisch am meisten Ladungen, ne, weil das halt den höchsten Verzauberungswert hat. Nur ihr könnt ihn halt nur einmal benutzen. Und wenn ihr die goldenen Heiligen zum Beispiel nimmt, das ist halt auch mit der höchste, also es ist der höchste Wert von normalen Kreaturen, die ihr halt machen könnt. Und den könnt ihr halt auch, den goldenen Heiligen könnt ihr halt auch beschwören. Das heißt, könnt ihr es immer wieder machen, je nachdem, wie viel Seelensteine ihr halt habt oder kauft oder findet. Und der Vorteil war noch erwachender Schläfer, glaube ich, oder sowas. Und goldene Heilige brauchtet ihr, um permanente Wirkungen auf Gegenstände zu hauen. Alle anderen brauchtet ihr, können halt nur, sagen wir mal, irgendwelche, was weiß ich, Feuerbälle oder irgendwie sowas da halt draufrollen. Aber für permanente Wirkungen, also wie zum Beispiel, wenn ihr das Ding hier nachbauen wollt, mit Attributfestien 200 Schnelligkeit, also viel Spaß, ne? Schafft ihr hier leider nicht. Dafür brauchtet ihr halt goldene Heilige oder dieser, irgendwas mit Schläfer, erwachende Schläfer oder irgendwie sowas. Dafür auf jeden Fall. Dann zu den Ringen. Hyrkinis Ring habe ich euch vorgeführt am Ende der Hauptquest in Blood Moon, damit werdet ihr zum Werwolf. Barisals verworbenes Band steht hier, könnt ihr einen Humanoiden beschwören, also so einen Mech-Druiden, der nicht schlecht ist. Aber wenn ihr den anlegt, dann könnt ihr auch reisen nach Sodasil, Gramfeste und ich glaube zu Vivek. Ne? Also, das ist quasi so ein bisschen hidden, das sieht man hier nicht. Genauso wie die atomische Ringe. Wenn ihr den anlegt, dann werdet ihr halt zum Werwolf. Das sieht man halt nicht. Den Ring haben wir, glaube ich, am Ende bekommen. Der bringt euch, glaube ich, also der ist nicht schlecht. Ne? Das ist halt so ein Magier-Ring. Ja, haut einen nicht um, aber 75 Magie würde man mitnehmen als Magier. Den habe ich auch nur ausgespart, weil ich den cool finde, weil du halt einfach für 2 Minuten dann einen Lebenspunkt zurückbekommst. Aber an sich, ja, haben wir das mittlerweile permanent als Wirkung, nur das Doppelte davon. Also brauchen wir es auch nicht mehr. Und den Blutring, ich glaube, das war wieder irgendein Hauptquest-Ding. So, Ring der Azura. Ja, haut er nicht um, aber wir bekommen. Ring des Mentors hatten wir lange Zeit an, einfach wegen Intelligenz und Willenskraft, aber ist auch so eher so ein Magier-Ring. Sheograd-Siegel-Ring war, glaube ich, auch von der Hauptquest. Ist halt viel wert, aber eigentlich kann der nichts. Also nichts Sinnvolles. Schrinks Amulett, das sind, glaube ich, noch irgendwelche Gegenstände. Damit diese komischen Propylonen-Indexe, damit könnt ihr diese Gräber, die heißen auch so, ne? Hier zum Beispiel Indorian oder halt Fallen Sarano. Damit könnt ihr die irgendwie aktivieren und als Teleporter benutzen. Viel mehr sind die Dinger nicht da. Nur, ich fand es halt nicht so unglaublich sinnvoll und die ist noch ein Questgegenstand, also eine Asche von einem Questgegenstand. Ich glaube, sonst sind wir unten durch. Wir haben auch das Goblin-Schild, das fand ich nicht schlecht, weil es auch Lebenspunkte wiederherstellt. Allerdings, ja, Schnelligkeit und Charisma entzieht. Das war jetzt auch nicht die Bombennehmenfähigkeit. Joa, das jedenfalls zu dem Thema. Achso, wir haben noch ein paar Rüstungen hier, sorry. Wir haben noch die Templar-Ritter-Harnisch. Das war, glaube ich, in der Tribunal-Erweiterung. Die hauen einen aber auch nicht um mit 60 Rüstungswert für eine schwere Rüstung. Dann die Orinatoren, die dürfen nicht fehlen. Ist klar, die Orinator-Rüstung. Und halt die von der Erweiterung, die Orinator-Rüstung. Also im Endeffekt die Hände Almalexias. Nur halt unverzaubert. Die darf natürlich nicht fehlen, können wir machen. Das Schild ist allerdings ein bisschen schlecht. Also viel schlechter. So. Okay, lange dauert es nicht mehr. Wir sind bald durch. Jetzt nehmen wir mal hoch. Da sind unsere neuen Wachen. Übrigens diese leuchtenden Schlüssel, die ich benutze als Minen von unserem ungebetenen Gast, den wir hier nicht verscheuchen können. Die Dude, wie heißt sie eigentlich? Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Urine Nirit, meine Haussklavin. So, ja, den Halbmond. Die Halbmondwaffe haben wir bekommen beim Divat jetzt hier sozusagen. Und die Geißel haben wir auch aus seinem Demächern quasi geklaut. Ja, und ansonsten, so sieht übrigens dann auch nochmal Adamant aus. Ihr könnt damit Last Magie wiederherstellen und Reflexion könnt ihr immerhin machen. Das ist nicht schlecht. Trank für Reflexion ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das wäre jetzt hier die volle Deta-Rüstung und da sind wir halt beim Rüstungswert von 266 bei Schwer. Das heißt, wo waren wir bei, was war hier unten das Beste? Schwere? Waren das
Nordpenza war, glaube ich, Mitte. Das waren die Hände Almalexias und da waren wir knapp drunter. Ja, also die Deta-Rüstung ist quasi, glaube ich, die, ohne jetzt magisch oder sowas, irgendwelche magischen Dienststände, ist, glaube ich, die beste schwere Rüstung. Immer noch, selbst mit beiden Erweiterungen. Ja, die ganze Menge Waffen sozusagen, die wir aufgespart haben von den Detran. Die Schilder haben wir auch zwei gefunden. Wir haben nur einen Helm gefunden. Der eine war ja bei uns ein bisschen verbuggt. Also da gibt es halt drei Helme und wir haben, glaube ich, den schlechtesten von denen. Vom Rüstungswert her. Die sind also nochmal ein bisschen einen Tick besser. Ihr seht ja auch den Unterschied. 216 Rüstungswert zu 266. Also da gibt es halt noch zwei weitere drüber. Das Problem ist, dass einer bei meiner Version hier verbuggt war. Das habe ich euch auch in der Folge der Zeit gehabt. Da kam ich durch eine unsichtbare Wand quasi nicht rüber. War ein bisschen nervig. Was willst du machen? Ja, ansonsten, wir benutzen halt dieses detische... Ne, benutzen wir eigentlich den detischen Katana oder was benutzen wir? Kurzwaffe einhändig. Nee. Wir nutzen, glaube ich, das Ding hier, das Wakizashi. Genau. Das 30 Schadenspunkte, dem, was einfach schnell zuschlägt. Aber auch die Langwaffe ist natürlich nicht schlecht. Und die hat halt 44 Schaden, so. Eine Langwaffe, Einhandlangwaffe mit 44 Schaden. Wir wollten ja mal gucken. Bei dem Waffe hier. Langwaffe einhändig, 55 Schaden. Also das Stahlriemenschwert, 150 Schnelligkeit. Und 6 Reichweite, ne? Also mehr Schaden auf jeden Fall, 6 Fuß und 150. Wir gucken mal kurz. Weil ich glaube nämlich, dass das Stahlriemenschwert echt besser ist. Es ist besser, es ist schneller und stärker. Also die Stahlriemenwaffen sind, glaube ich, single-handedly sozusagen die besten, ohne dass ihr halt irgendwelche Magiewaffen natürlich mit einberechnet. Die komische Glockenhammer, die man überall findet, bei diesen ganzen Sachen. Ja, ansonsten Adamant. Adamant-Rüstung gibt es auch noch, die ist quasi genauso gut wie die Hände Amalexias, nur halt als mittlere Rüstung. Also quasi genauso gut wie diese typischen Nornrüstung. Nur, ich kann mir vorstellen, dass er mehr aushält. Der Helm hält jetzt 900 aus. Die sind einfach zu schnell für die Bidungen. Und... Ah, nee, die sind besser als die Panzerhelmhandschuhe. Und der hält halt auch nur ein Drittel davon aus. Okay. Ja, also die Alamant-Rüstung hält super viel aus. Wenn selbst die Amalexia-Dinger hier nur 700 aushalten. Wir können mal gucken, so ein Ebenholzhelm hält auch, die halten am meisten aus, kann es sein? Selbst, das hält selbst mehr aus als eine Detra-Kopfhelm, also vom Zustand her. Und das ist schon nicht schlecht. Für eine mittlere Rüstung wahrscheinlich die beste mittlere Rüstung, schätze ich mal. Und sieht auf jeden Fall auch cool aus. Ja, ansonsten hier oben ist nicht mehr viel, wir haben jetzt ein paar Diamanten und so weiter hier aufgespart. Ich meine, ja, wir haben halt wieder ein bisschen zu viel gesammelt, so ist das halt. Ein bisschen Matt und ein bisschen Weinbrand auch daneben gestellt. Ich weiß gar nicht, was wir hier... Ich glaube, hier haben wir... Ich komme hier nicht mal weiter. Hallo? Spiel? Dach? Ich glaube, drinnen haben wir nicht. Genau. Wir haben hier unsere Million mal abgelegt für den Notfall. Den Schlosswandler, im Endeffekt der perfekte Dietrich. Ihr habt halt 50 Anwendungen und habt aber die beste Qualität da drinnen. Diese Amulette, wo man sich quasi zu den Schreien wieder bewegen kann. Die Markierungs, das Markierungsamulett. Und ich glaube, irgendwelche komischen Unsichtbarkeits- und Levitationssachen sozusagen. Das war halt krass. Levitation für 500 ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube auch diese Akrobatik haben wir hier 1000, genau. Da, wo wir quasi einmal durch den Himmel am Anfang, das kriegt ihr doch am Anfang, wo der Typ vom Himmel stürzt. Die Dinger habe ich natürlich aufgehoben, weil ich die am coolsten fand. Ja, jetzt nehmen wir am Ende nochmal ganz kurz auf unser Gear ein, was wir halt tragen. Wir haben es auf 660 Lebenspunkte geschafft. Ich habe ja extra, glaube ich, dann so gemacht, dass ich auch einen runden Wert hatte. Schade ist irgendwie, dass es so ein bisschen verbuggt war, dass wir halt, dass uns halt irgendwie ein Wert hier irgendwie gefehlt hat, weil es macht nicht ganz so viel Sinn, dass wir eine ungerade Zahl an Werten haben, wenn alles eigentlich gerade war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ihr konntet halt keine, also ihr konntet nur in Fünfer-Schritten quasi mit den Werten Hauptfähigkeiten und Nebenfertigkeiten und sonstige Fertigkeiten anfangen. Und da macht es natürlich irgendwie keinen Sinn, dass wir jetzt eins irgendwie short sind für einen Levelaufstieg. Macht irgendwie keinen Sinn, was soll's. Ansonsten haben wir natürlich alle Hauptattribute oder general alle Attribute auf 100 gemacht. Die Schnelligkeit kriegen wir halt durch diese Stiefel dazu, die 7-Meilen-Stiefel. Deswegen haben wir da halt statt 100 300. Und deswegen bewegen wir uns auch, ich kann es euch nochmal zeigen, deswegen bewegen wir uns halt auch so schnell. Ne? Ich glaube, Akrobatik haben wir nur ein paar Punkte plus. Wo ist eine Akrobatik? Ja, 10 Punkte, das war's schon. Also sonst könnte man noch viel höher springen. Jetzt überlegt mal, das ist 110. Ja. Und, oder kann ich kurz mal draußen zeigen? Das ist 110. Jetzt überlegt euch mal, wie viel 1000 ist. Das können wir vielleicht am Ende auch nochmal machen, aus Spaß, keine Ahnung. Genau, also wir haben
versucht alles auf hoch zu machen mit den Meistertrainern. Nahkampf nicht, weil wir es nicht benutzen. Schütze nicht, weil wir es nicht benutzen. Sicherheit nicht, weil wir es nicht benutzen, weil wir die Truhe mit magisch quasi öffnen. Schmied, weil der Lehrer hier verbuggt ist in der deutschen Version, die ich habe. Deswegen können wir es nicht hochmachen. Deswegen haben wir halt ständig im Weg die turmischen Schmiedehammer kaputt gemacht. Sonst halten die halt viel länger. Und den Rest haben wir halt hochgezogen. Wir haben eine ganze Menge Gruppierungen auch vollkommen abgeschlossen. Alles, was so geht. Außer natürlich den Tempel sind wir ausgestoßen. Passiert, Freunde, passiert. Ruf von 88 genommen. Ja. Ansonsten haben wir halt auch, was wir alles hier sozusagen für Resistenzen haben. Zum Beispiel mal gucken, Lähmung haben wir 5%. Durch unsere Handschuhe von den Händen haben wir Alexias, muss man dazu sagen. Wir haben normale Waffen widerstehen 40%, Giftresistenz sind wir bei 15%. Wir können nicht mehr pestkrank werden, da haben wir mittlerweile 150%. Krank können wir sowieso nicht mehr werden. Deswegen weiß ich auch nicht, was im Bloodmoon zum Beispiel für Krankheiten waren. Weil wir halt damals ja schon 100% krankheitsimmun waren, alles was wir da kriegen. Wir sind auf 100% Magieresistenz gekommen, das war mir halt wichtig. Durch die verschiedenen Sachen, die wir uns selbst gebaut haben. Blitzresistenz nur 10%, Frost auch nur, Feuer sind wir halt auch auf 100%. Wir kriegen halt unser Intelligenzwert doppelt so viel als Mana, deswegen sind wir bei 200 Magie, aber die benutzen wir eh nicht mehr. Akrobatik wieder 10, Lebenspunkte haben wir 10 mehr, das stimmt aber nicht ganz. Also das haben wir mal irgendwann bei den Händen einmal letztes, also bei einmal letztes, glaube ich, selbst oder sowas als Bonus benommen und das war, glaube ich, falsch damals. Das ist halt dann so. Weil die 10 Punkte sind nicht mit einberechnet. Wir hätten theoretisch 1670 eigentlich gehabt. Ist aber auch Latte. Wir kriegen ein bisschen Schnelligkeit, Konstitution und Geschicklichkeit plus. Wir haben Lebenspunkte. Inos Hose. Wir haben Lebenspunkte wiederherstellen von 2 Lebenspunkten pro Sekunde. Das habe ich vor allem gemacht, weil ich halt immer rumjumpe. Und durch den Jump, wenn ihr dann runterfallt, kriegt ihr immer Fallschaden. Und damit ich das nicht irgendwann heilen muss, sage ich mir, nehmen wir es so. Reflexion sind wir auch bei 40%. Das ist schon hart. Ich hoffe, dass wir es in Oblivion dann ein bisschen erhöhen können. Weil Oblivion halt dafür ausgemacht ist, dass ihr halt übelsten großen Reflexionsschadenswert habt. Dass ihr euch quasi eigentlich nur vor einen Gegner stellt und der haut sich sozusagen selber kaputt. Das ist so ein bisschen die Idee. Und wir haben nochmal 60 Schild dazu. Das heißt, deswegen haben wir die ganze Zeit diese Blase um uns herum, dass wir quasi unseren Rüstungswert nochmal um 60 erhöhen. Wenn wir jetzt theoretisch nochmal die Ebenerz, zum Beispiel diese Armschiene hier, nochmal die Detra-Variante davon nehmen, die wir jetzt bekommen haben, und da Feuerresistenz raufholen, können wir unseren Rüstungswert auch nochmal erhöhen. Aber 321 sieht erstens geil aus mit 321, zweitens ist das vollkommen genug. Brauchen wir nicht. Bisschen Taschenlicht haben wir auch noch mit. Innos Zorn haben wir uns selbst geschmiedet. Wie gesagt, ich habe die Waffe halt geschmiedet, weil es halt schnell war und halt 54 Feuerschaden in einer Sekunde raushauen kann. Wenn der natürlich immun ist, dann haben wir halt nur diese 30 Schaden, die wir halt die ganze Zeit machen, also feuerimmun ist. Das ist halt ein bisschen doof. Die Detra-Beinschienen haben wir immer noch nicht irgendwie angepasst, irgendwann nichts dafür gemacht, weil wir sie halt auch nicht ordentlich verzaubern können, nicht wirklich verzaubern können. Das ist halt ein bisschen schade in dem Spiel. Die Ebenerzrüstung haben wir genommen, weil sie halt einfach Feuerresistenz, Schild- und Magieresistenz vor allem hatte. Und weil wir halt durch andere Gegenstände, wie zum Beispiel den Seelenschutz, auch nochmal 10 Feuerresistenz bekommen haben. Das ist ja ein Hauptquest-Ding hier sozusagen, ne? Also bester Handschuh im Spiel, glaube ich. Ich glaube, da muss man uns nicht drüber unterhalten. Und deswegen hat zum Beispiel die Drachenknochenrüstung nicht viel gebracht, wo ihr 100% Feuerresistenz bekommt. Weil dann hier dieser Wert für Feuerresistenz quasi verschenkt wäre. Deswegen bin ich halt auf die Ebenerzrüstung gegangen und der Rüstungswert ist auch gleich. Von daher. Bester Helm meines Erachtens mit Geschädigkeit und Konstitution war 40 plus und 300 Rüstungswert. Helm von Oren Bärentatze. Ja, die Schulterplatten haben wir auch von Almalexia bekommen, einfach wegen dem Rüstungswert und wegen der Diff-Resistenz und Lähmungswiderstand. Genau, den Rest haben wir uns quasi so ein bisschen selbst gebaut. Wir führen Schild mit rum, weil wir uns halt durch das Schild nochmal heilen können. Immerhin mit 50 bis 100 Lebenspunkte und halt, weil es einen Rüstungswert halt macht. Sonst haben wir das Schild eigentlich nicht groß benutzt. Die 7 Meilenstiefel habe ich euch schon erklärt. Amulett der Ritter haben wir gerade ausgerüstet. Das Gewand, wir können natürlich auch normale Klamotten tragen. Da haben wir halt nichts Dolles irgendwie für uns. Also wir haben schon ein paar Sachen gefunden, die cool sind, aber die auch negative Sachen haben. Und wir brauchten halt überall diese Magieresistenz und Feuerresistenz, die wir halt reingerollt haben. Und die Hose gibt uns halt diese Innos Hose, das war halt wichtig. Das ist halt so ein bisschen so ein Insider von damals. Mit der Lebensenergie, dass wir die halt bekommen. Ansonsten haben wir uns auch die beiden Ringe so, beziehungsweise einen Ring so gebaut. Den Mararas Ring, den haben wir, glaube ich, irgendwo im Nord
Osten gefunden in so einer Höhle. Der ist halt super, Dude. Ich meine, Reflexion 20%, normale Waffen widerstehen 40% und nochmal ein bisschen Akrobatik. Das nimmst du mit. Wie gesagt, der Rest ist so gerollt. Wir haben uns halt was gebaut. Das seht ihr mal daran, dass dahinter in Klammern Inneres steht. Das ist halt selbst gebaut. Das weiß auch später noch. Dass wir auch fest, dass wir Lebenspunkte uns herstellen und vor allem festes Wasser nehmen können. Also wir ständig schwimmen müssen. Dann haben wir die goldene Heilige, die wir halt beschwören können. Das ist klar, den Sack habe ich euch schon mal damals auch erklärt. Das ist quasi der Dienststand, den ich reingepatcht habe. Das ist natürlich, kann selber nicht programmieren. Das habe ich natürlich von jemandem übernommen. Und den kann man dann hier, konnte man hier oben dann kaufen. Ich glaube, das war bei der Händlerin hier. Mit der Schneiderin, glaube ich. Ja, ich glaube, mit der Schneiderin war das. Und der hat halt auch, der hat halt auch 10.000 gekostet. So ist nicht. Klar, mit Feitschen und so weiter, mit dem Wert könnte es runterdrücken. Ich glaube, ich habe daher dann 7.000 oder so dafür bezahlt. Aber das war mit das Wichtigste erstmal, dieser Sack. Und wie er funktioniert. Ihr könnt ihn halt aktivieren. Und dann könnt ihr reinlegen, was ihr wollt. Dieser untere Wert hier, der ist uninteressant. Ihr könnt darüber hinausgehen. Ja, das heißt, ihr könnt alles reinlegen, wie zum Beispiel Tränke und sonst sowas. Und vor allem Rüstungsteile. Also, ich verlinke euch das auf jeden Fall in der ersten Episode, glaube ich, als Link. Wenn da irgendwie Virus oder sowas ist, dann macht mich damit nicht fertig. Ich habe ihn darüber runtergeladen, bei mir war nicht. Ne? Deswegen passt da natürlich ein bisschen auf. Aber ansonsten googelt einfach Morrowind großer Sack. Und dann sollte das schon da. Und dann kriegt ihr auch dann den Leitfaden, was ihr dafür machen müsst. Ja, wie gesagt, ich finde, damit ist Morrowind halt viel angenehmer zu spielen. Vor allem, wenn ihr halt so wie ich so ein Messi seid. Im positiven Sinne aber. Und das alles hier sozusagen irgendwie tragen wollt. Das hätte ich ja niemals alles hier hinbringen können, wenn ich nicht den großen Sack gehabt hätte. Das hätte halt ewig und 3 Jahre gedauert. Ja, nehmen wir mal weiter. Wir haben den Heilen. Das ist halt Gift neutralisieren. Gewöhnliche Krankheit tut, das brauchen wir theoretisch nicht mehr. Das ist halt sozusagen verschenkt auf dem Amulett. Und Lebenspunkte herstellen. Im Endeffekt 200 in 4 Sekunden. Das funktioniert schon. Dann unser Angriffsring. Ich glaube, den kennt ihr. 3 Sekunden lang machen wir jeweils 100 Feuerschaden. In einem Umkreis von 40 Fuß auf Ziel. Das heißt, wenn ihr irgendwo trefft, 40 Fuß daneben, wird er trotzdem noch mit diesen Feuerschaden belegt. Das war schon nice. Also das muss man schon sagen, das habe ich... Und alles, was ihr eigentlich hier seht, fast alles, bis auf vielleicht die Fürstenrüstung und die dätischen Beinschienen. Ich glaube sonst... Und die 7 Meilenstiefel, aber die habe ich damals auch nicht so richtig getragen, weil ich das halt mit dem schwarzen Bildschirm irgendwie nicht hingekriegt habe. Müsst ihr euch denken, das habe ich alles damals nicht gehabt, wo ich es das erste Mal durchgespielt habe. Und ich habe es bis jetzt theoretisch nur 2 Mal durchgespielt. Hab öfters mal angefangen, aber hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Also das ist schon das Weiteste, was ich jemals irgendwie gespielt habe in dem Spiel. Und das wird es natürlich auch bleiben, weil ich werde das Morrowind natürlich nicht normal spielen. Das ist ja der ganze Sinn der Aufnahme gewesen. Da haben wir uns Levitation auf jeden Fall gebaut. Ich finde, das ist der wichtigste Zauber im Morrowind. Einfach nur, weil es in allen anderen Spielen, die ich danach gespielt habe, einfach nicht mehr geht. Also auch in den Elder Scrolls Spielen, aber auch in der Gothic-Reihe oder sonst was. Levitation ist, finde ich, das geilste überhaupt und natürlich auch schwer zu programmieren, muss man sagen. Ich meine, stellt euch mal Skyrim vor, wenn ihr den die Drachen da kämpft und ihr kämpft in der Luft. Und nicht auf einem Drachen, sondern ihr steht einfach in der Luft durch Levitation. Und die müssen und ihr kämpft in der Luft gegen diese Drachen. Ich meine, wie geil wäre das gewesen? Wahnsinn. Schade, dass es in den anderen Spielen dann nicht mehr vorkommt. Man hofft natürlich auf die neuesten Elder Scrolls Teil, dass mal wieder Levitation reinkommt, weil das ist für mich mit festem Wasser zusammen ist das für mich eine Sache Wahnsinn, ne? Einfach geil. Und allein natürlich, dass ihr die Dinger selber bauen könnt, ne? Also die ganzen Amulette und die ganzen Sprüche und die dauerhaften Wirkungen, dass ihr das machen könnt. Dafür ist halt Morrowind für mich bekannt und dafür ist es halt einzigartig in dem Spiel. Plus die Musik, muss man auch dazu sagen, die ihr auch im Hintergrund die ganze Zeit hört. Ja, da haben wir auch unsichtbar gemacht. Habt euch selbst gesehen jetzt in den letzten 20, 30, 40 Episoden, wie sinnvoll das ist, damit ihr halt nicht von jedem x-beliebigen Tier angegriffen werdet. Macht euch für 2 Minuten unsichtbar. Wenn ihr irgendwas anklickt, wenn ihr irgendeinen Zauber benutzt, wenn ihr irgendwie mit der Waffe zuschlagt, seid ihr nicht unsichtbar. Nicht mehr. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr eine Tür öffnet, seid ihr sofort nicht mehr unsichtbar. Müsst ihr also wieder aktivieren. Also haut ihr ordentlich Ladungen drauf. Und öffnen. Ihr braucht keinen Dietrich mehr, macht euch einfach so ein Amulett, 100 öffnen auf Berührungen, fertig. Könnt ihr jedes Schloss, kein Schloss hat über 100, was ich sozusagen, was mir bedient ist. Und damit könnt ihr halt alles machen. Ansonsten haben wir jetzt durch die Erweiterung noch hier den Wolfrufen und Bärrufen bekommen und sonst sowas. Wir haben Drachenhaut, ich glaube, 3 Mal vielleicht eingesetzt in unserem ganzen Spiel. Das ist unsere Anfangsfähigkeit, die wir bekommen haben. Einmal bei den Höhlenratten, wo wir gestorben sind.
Danach haben wir mit Drachenhaut die halt fertig gemacht. Das hätte ich wissen können damals, das ärgert mich immer noch. Das mit dem Hammer, wo ich einfach dachte, hey, wir haben noch Axt entwickelt. Also wir sind zweimal gestorben in dem Spiel. Zweimal nicht on purpose. Einmal bei den Händen einem Alexis, wo ich euch gezeigt habe, und einmal als Werwolf, wo ich euch auch gezeigt habe, was passiert, wenn wir sterbt als Werwolf. Also es ist nicht so, als ob ihr dann irgendwie wiederkommt, das ist halt so. Und wie stark die Hände einmal jetzt sind, deswegen bin ich da mal bei euch gestorben. Und wie stark die Reflexion von dieser Rüstung dort ist, weil wir haben ja vor allem durch die Reflexion unglaublichen Schaden bekommen. Zweimal sind wir wirklich am Anfang so gestorben, was ein bisschen schade war. Ich wollte es halt versuchen, mal ohne Sterben durchzuspielen. Einmal bei den Höhenratten, ich wusste es, dass die schwer waren. Mir ist es aber zu spät eingefallen, weil ich bin damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, bin ich auch an den Höhenratten gestorben. Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Also da passt auf jeden Fall auf. Und danach war das so, dass ich halt eine stumpfe Waffe genommen habe. Das ist der typische Fehler, den ihr im Morrowind machen könnt. Ihr findet eine neue Waffe, die viel stärker ist als das, was ihr habt. Oder besser ist, mehr Schaden macht und so weiter. Aber ihr seid nicht trainiert. Und ich dachte, es wäre die ganze Zeit eine Axt gewesen. Und eine Axt hatten wir halt auf 15 oder 20 trainiert. Aber es war halt eine stumpfe Waffe und die war auf 5. Und deswegen haben wir zugeschlagen, zugeschlagen, zugeschlagen und haben den Gegner nicht getroffen und sind daran halt krepiert. Und ich glaube, wir sind an einem Mager krepiert, der uns unglaublich viel Schaden gemacht hat. Das heißt, wir hätten den theoretisch die ganze Zeit dauerhaft schlagen müssen, dass der halt aufhört zu zaubern. Und das hat halt nicht funktioniert und deswegen sind wir halt gestorben. Das war eine Anfangshöhle bei Sedanen, glaube ich. Oder eine daneben oder so. Also es war in Balmora sind wir einmal gestorben und in der Nähe von Sedain. Danach nicht mehr. Und ihr wisst ja selbst, wir haben Self-Found gemacht. Also wir haben uns nicht zum Händler gegangen, haben uns erstmal eingedeckt mit Rüstung und Waffen, sondern wir haben alles selber finden müssen. Und dafür war es halt okay. Ne? Aber ich hätte gerne die beiden Tode nicht gehabt. Vor allem sind wir nicht einmal bei der Dunklen Bruderschaft gestorben, was schon mal gut ist, weil das ist auch teilweise echt hart. Naja, das jedenfalls dazu. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Wir können gerne nochmal Akrobatik machen, wenn wir dazu kommen. Nimm mal mit. Und ja, in welche Richtung soll es gehen? In der Richtung Vivek springen. Das ist dann. Okay, dann muss ich da rum. Warte, wir können aber kurz wenigstens einmal hier oben rauf. Hier aus, genau. Dann versuchen wir mal Richtung Vivek wäre da. So, wir müssen jetzt nur einmal kurz. Wie gesagt, Levitation uns. Also. Was wollt ihr mir erzählen? Das ist halt das Geilste überhaupt. So, wie gesagt, dann gucken wir mal. Müssen wir die Levitation kurz mal abwarten. Die dauert halt 30 Sekunden. Ihr könnt übrigens auch mal nachgucken, wie lange sie noch dauert. Noch 5 Sekunden wäre es jetzt. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit dem Sprung, den wir noch relativ am Anfang auch benutzt haben. Ikaros Flug. Das ist halt. Das ist halt schon irgendwie geil, ne? Wir kommen nicht ganz bis zu Vivek. Das ist wirklich bitter. Aber ins Wasser, damit sterben wir halt nicht. Das ist halt der Punkt. Ne? Das ist halt schon schön, ne? Also das hat auf jeden Fall was. Da muss er sogar ein bisschen nachladen. Ich könnte den Flug übrigens nicht wirklich lenken. Ich habe versucht. Von der Idee her. Aber ja, damit verabschieden wir uns aus Morrowind. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich werde irgendwann Oblivion und Skyrim logischerweise auch nochmal let's playen. Das könnte unser Tod sein. Ist es nicht. Wir haben es abgefangen. Ja. Und wieder schauen und reingehauen. Bis denne!